Ulla stellt gerade fest, dass wir nur noch 19 Grad haben. Vor 20 Minuten waren es noch 29. Wir haben allerdings auch jetzt 3600 Meter Höhe überschritten. Da lassen die Temperaturen üblicherweise schon mal nach. Während uns die Drohne von oben beobachtet, versuche ich mal ein paar Bilder hier im Auto einzufangen. Glaube ich nicht, dass du das wirklich wünschst. Ich habe Dieter geschrieben, dass die meisten Macho-Reisenden ihren Frauen das Beste vorenthalten, wenn sie sie nie Auto fahren lassen. Weil irgendwie ist das doch das Salz in der Suppe. Naja, Macho habe ich nicht geschrieben. Ich habe es etwas eleganter ausgedrückt. Ich wollte damit einfach nur sagen, dass diese Strecken zu fahren auch eine gewisse Würze mit sich bringt. Wenn man doch diese Perspektiven hier hat. Es hat allerdings auch nicht jeder ein Automatikgetriebe und manche Kupplung erfordert beim LKW verdammt viel Kraft. Wenn du jetzt hier bitte nicht im Bauerslide rumfahren würdest, wäre das für mich schon mal sehr beruhigend. Es könnte sein, dass wir nur mit Geleitschutz über die Mine gelassen werden. So ist es mir hier vor 2,5 Jahren gegangen. Da hatte ich dann eine mit Warnlicht versehene Camionetta vor mir im Dunkeln. Okay, unser Begleitfahrzeug ist gekommen und wir dürfen jetzt damit rechnen, über das Minengelände begleitet zu werden. Ja, das ist schon eine spannende Sache. Begleitschutz hat man ja auch nicht jeden Tag als normaler Mensch. Filmen darf ich hier ja eigentlich auch nicht, aber ich hoffe, er nimmt es uns nicht übel. Und jetzt geht's hinterher. Ah, und hier ist der Schlagbaum. Da wird man uns wieder rauslassen. Er lässt uns durch das linke Tor, nehme ich an. Muchas gracias.